Viele Leute haben das Gefühl, du gehst nach Hause. Es ist doch immer lustig. Ist das nicht lustig? Oh Lord, we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like. Heute gehen wir nach Dübendorf und probieren. Es ist das erste Tryout. Das heisst, ich habe ein Programm geschrieben oder etwas, wo ich glaube, es ist ein Programm. Und probiere das von Live-Publikum aus. Drop two, drop two, drop two, drop. Es ist wirklich russisch Roulette für uns alle heute Abend. Sie sind nervös. Ich kann nicht klar denken. Jedes Mal, wenn ich an meinen Text denke, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr. Einfach Blackout, komplett. Ja! Das ist das, wo mir so mein Übungsplatz, wo ich laut vor mir rede, vor dem grossen Spiegel. Siehst du, das habe ich gemeint, dann stehe ich da und rede mit mir selber. Ich erzähle Witze, die niemand gehört hat, außer dich. Außer dich und der Spiegel. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like. Aber ungefähr eine Ahnung, glaube ich schon, dass es wird gut kommen. Aber ja. I just dropped. Tim! Wieso machen wir das? Ich bin so nervös. Bist du nicht nervös? Ich muss ja nicht auf die Bühne. Ich weiß aber, bist du nicht? Ich wäre auch nervös als Manager. 150 Menschen kommen mir zuschauen, wie ich eine ungefertigte Show spiele. So, gehen wir. Herzlich willkommen zur Oberen Mühle hier in Dübendorf. Glücklich. Schade. Ja, ich freue mich mega. Ja, wie cool. Oh, oh. Sali! Was macht dir am meisten Sorgen? Dass die Leute sich nicht unterhalten fühlen. So, auch wenn es ein Tryout ist, ich will trotzdem, dass sie heimgehen und sagen, hey, es war unterhaltsam. Das ist ein Prozess, den die meisten Leute nie sehen. Und ich hoffe, dass sie das irgendwie trotzdem unterhalten. Also, dass es trotzdem cool ist für sie. Weiss, es wird schon. Ich mache mir immer zu fest Sorgen. Es wird schon. Solange dass man ruhig die Sachen ein bisschen ruhig angeht, es wird schon gehen. Ich habe mich angesteckt. Ich war früher nie nervös. Und er hat mich angesteckt. Er hat es geschafft, die letzten drei Jahre, dass ich jetzt mittlerweile auch nervös bin vor der Show. Aber nicht nur vor so Shows, sondern eigentlich immer. Weil er immer so am Umtigern ist. Und well, I gave you all my love and I gave you all my trust. Also, ich würde mir noch den Text noch geben. Und dann hocke ich wahrscheinlich hinten drin und schaue dann währenddem erst mal den Text durch und mache irgendwo Markierungen. Wo hat's, was hat nicht funktioniert und was könnte man vielleicht umstellen. Aber ja, mal schauen. Was machst du da, Richard? Muss ich ehrlich antworten? Ja. Okay, ich gehe zum Justin Gela und sorge dafür, dass wenigstens 15 Minuten heute Abend lustig werden. Und mach das Vorprogramm, ja. Sehr sympathisch überkommen, nehme ich an, ja. Nein, ich mache es Warm-up und jetzt gehe ich am Charles Gehäuse sagen und noch ein bisschen motivieren, damit das gut kommt, ja. Ja, mal schauen, ob der arbeitslose Charles Gera zu Hause ist. Ich rieche schon den Zigarettengeruch. Ah, Charlie! Hey. Aber hey, cool, dass du da bist, ein paar. Ja. Überleg mir halt, was ich bringen sollte. Ein guter Mix zwischen Sachen, die ich schon mal gebracht habe und neuem Zeug. Und dann kann ich das eigentlich recht oft noch mit dem Kopf durch. Wahrscheinlich das, was der Charles gerade jetzt am machen war, bevor wir gekommen sind. Los eigentlich Musik, schreibe mir alles nochmal auf die Hand und hype mich auf eigentlich. Ja. Machst du gleich? Ich mache es eigentlich mit Musik. Ja, ich auch. Ja, ich lasse die Musik so kurz vorher.
Menschen. Viele Menschen. Der Sven Ivanic, er wird da nachher auf die Bühne kommen. Was ganz schön nachher ist natürlich der Charles Nguela, der kommt. Und jetzt dürfen wir das allererste Tryout von Respect da sehen. Und ich hoffe, ihr mögt da durchheben, die ganze Show. Danke fürs Kommen. Merci vielmals. Endlich ist der Tag da. Ich konnte die ganze Woche nicht schlafen. Ich bin einfach froh, dass ich es machen kann, sehe, wie es ankommt. Und dann. Hey, ist gut! Ja. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir alle darauf gewartet haben. Charles, bist du ready? Ja! Er ist da, meine Damen und Herren. Geladen am Liegestütz machen, der 100. gell? Nein, ich freue mich extrem, wirklich, den Charles jetzt das gesehen bis im Tryout. Er testet neue Sachen, ist da voller Energie. Ich glaube, das wäre es von mir, meine Damen und Herren. Danke an euch und einen riesen Applaus für den Charles Nguela! Gravy. Gravy train, nature born, Ric Flair, pop shit. Think I'm Randy Savage when I hit you with that drop shit. Ich glaube, das Schwerste im Solo ist einfach die Energie aufrechtzuerhalten. Weil ich meine, es geht irgendwie 1,5 Stunden oder 1 Stunde und 20 oder so. Und er ist richtig geil gestartet, hat den Saal voll im Griff. Und schwer ist jetzt halt einfach, das so lange zu machen, dass es wirklich bis am Schluss dann halt, ja, so ein bisschen steigend ist. Und, aber ich glaube, er schafft das sicher. Aber es ist schon mal richtig, richtig geil für das Tryout. Also, Charlie, du bist der Beste. Warum sterben eigentlich so viele Leute beim Wandern? Was passiert dort oben? Weil ich habe in Afrika einen Straussangriff überlebt. Wisst ihr, wie krass das ist? Michi, bist du schon mal von einem Strauss angegriffen worden? Eben, nein, nein, eben! Eben! Hast du schon mal einen Strauss gesehen rennen? Es ist so unlogisch, die Knie gehen, aber die Füße zu hören. Es ist so unlogisch. Ich sprachlos gerade. Oh, wow. Wow. Wirklich wow. Welcome to my city. Happy. Sehr, sehr, sehr happy. Sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde, es ist wirklich schon und das erste Mal. Also es ist krass, dass er jetzt für das erste Mal, wo er das jetzt gespielt hat, das ist schon sehr geil. Beim Ding, was ich mir überlegt habe, bei der Strauss-Geschichte. Ja. Ich frage mich, ob das, wir sind nachher auf dem Mount hochgeklettert, ob es das überhaupt noch braucht. Ich glaube, das braucht es gar nicht. Also wirklich, ich habe nicht gedacht, dass, dass Leute so viel Spass haben werden. Also, ich bin jetzt sehr beruhigt. Jetzt sind wir gerade in Rappi, im Studio von Radio Zürichsee. Und da haben sie eine Bühne aufgebaut und wir haben unser viertes Tryout, oder? Vier? Fünfte Tryout, ja. Ich habe ans Programm getüffelt, ich habe eine Reihenfolge anders gemacht und ich habe Schwierigkeiten gehabt mit Parkieren. Ah, hey, nein! Schon gestern! Das heisst, jedes Mal, wenn ich etwas falsch sage, habe ich immer gesagt, ja, wir Aargauer, wir reden einfach. Sachen, die ich gemeint habe, sind gut, sind noch nicht
gut genug oder in Zusammenhängen, also die Zusammenhänge sind noch nicht ganz dort. Es hat ein bisschen mehr Tiefe gebraucht, ein bisschen mehr persönlichen Bezug zu den Themen. Und das muss ich jetzt finden. Im zweiten Teil sitzt die Show richtig, kann ich sagen. Im ersten Teil habe ich es vielleicht stolpern noch ab und zu. Die Post-it-Zettli sind überall bei uns zu Hause. Die grüne, blaue, gelbe, rote, die sind überall bei uns zu Hause. Vor dem Spiegel, hinter dem Spiegel, auf dem Kühlschrank, sogar wenn ich mich anlege. Ich bin gerade duschen, lege mich an, lege meine Boxershorts und mache, oh, oh, was ist das? Oh, oh, Eier kaufen. Ich bin beruhigt für morgen. Morgen ist Premiere. Ich bin mega nervös, aber ich will es endlich hinter mir haben. Ich freue mich, dass die Leute endlich die Show sehen dürfen. Und ich die Show spielen und wieder normal schlafen kann. Heute ist die Premiere. Endlich die ganze Arbeit, die wir ins Programm hineingesteckt haben. Jetzt ist der Do-or-Die-Moment. Da wird die Show jetzt geboren, würde ich so sagen. Da ist einfach so, sind viele Freunde da, meine Mama ist da. Leute, die ich beweisen will, dass es dann gut ist. Und dann setzen wir halt einen viel höheren Maßstab, als nötig ist. Aber das ist auch gut. Dann gebe ich mehr als 100% auf die Bühne. Kurz vorher versuche ich mich zu entspannen. Trotzdem Spannung aufbauen, aber entspannen, damit, wenn ich rausgehe, dass ich nicht okay, schön sind wir da. Und dann braucht es ein Zeit, bis ich dann oben runterkomme. Und das möchte ich nicht. Das habe ich in der Vergangenheit immer gemacht und heute versuche ich das nicht zu machen. Ich will einfach Leistung bringen, liefern. Das ist richtig geil. Hey liebe Leute, es freut mich wahnsinnig da zu sein. Es war so eine lange Reise gewesen. Und ich freue mich, dass ihr alle hier zahlreich erschienen seid. Die erste Hälfte habe ich immer das Gefühl, ist nicht so lustig wie die zweite, für mich persönlich. Von dem her ist es gut, dass jetzt die zweite Hälfte kommt. Du hast das Mikrofon vergessen! Hey nein! Du hast das Mikrofon vergessen! Ich habe es mega lässig schon gefunden und jetzt auch so ein der Prozess, der jetzt passiert ist in den letzten paar Shows, hat man gesehen und ich finde, das mega gut. Genießen, dass es mal vorbei ist, dass die Premiere gut vor ist und Freunde und Familie da sind. Dann gehen wir jetzt Kampagne. Sehr stolz auf die Chance. Make me proud, Englisch. Den ganzen Prozess, den er durchgemacht hat, durch die Freude, die er jetzt wieder zeigen kann, alle die Leute mitreissen, ich bin einfach mega stolz. Das
dass es einfach gut gegangen ist. Es freut mich wahnsinnig. Es freut mich wirklich wahnsinnig. Die Unterstützung ist überwältigend. Wirklich überwältigend. Everybody got a wild side.